So Leute, heute gibt es ein ganz besonderes Video, Geburtstagsspecial. Hier mit Heinrich, wohin? Spezielle Dinge tun. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg. Ist das hier noch wichtig? Unser Opa-Fahrt. Die neue. Die ganzen Osterrafikis fragen, was eine lustige Idee, dass ich Fine Dining mache mit Heinrich zum Geburtstag. Da muss er natürlich mit einem ordentlichen Wagen auftauchen. Ne? Ja, mach mal was. Yeah. Kann das überhaupt noch lenken? Ich habe halt immer gesagt, Restaurantbesuch ist Geldverschwendung. Man sitzt immer nur da, wartet nicht aufs Essen, das ist nicht geil. Und witzig, jetzt schenken wir euch Fine Dining 150 Euro eine Mahlzeit zum Geburtstag. Ihr seid so dumm, sagt der Typ mit dem Auto auf dem Kopf. Nee, das ist noch ganz... TÜV sagt Polizei! Alkoholkontrolle! Okay, wo darf ich blasen? Da freut er sich. Willst du auch mal fahren? Sieht nicht so aus. Naja, schon. Gut, mach weiter, Jungs. Ja, dann. Die Achse ist kaputt ja, hier. Ja, ein bisschen leider. Ein bisschen. Ja. Ja, gut. Oh, was ist das? Otto ist an. An dieser Stelle dann das fragwürdige Dankeschön an diese ganzen Leute hier. Heinrich hat da sich schon sein Verlustsymbol aufgebaut. Bisschen gekleckert, ich weiß auch nicht, der kann sich nicht benehmen. Aber dafür haben wir einen wortwörtlichen goldenen Löffel. Und hier so ein Stück Metall liegt auch da. Also wenn das mal hier nicht ein 150-Euro-Bad ist, das ist ja der Wahnsinn. Da war ja im Dotter damals in Japan mehr Luxus. Klobürste ist weitestgehend braun und das Klopapier ist nahezu einlagig. Zum Sperma. Bin ja echt ein bisschen unterwältigt jetzt. Gucken wir mal, wie es Essen ist. Also das, wenn man von unten nach oben essen, da wird man jetzt direkt angeleitet. Und da gibt es schon eine Schatzkarte, wie man das hier essen soll. Eine Bedienungsanleitung. Heinrich ist auch überfordert, glaube ich. Ich finde das übelst eigenartig, aber der Witz ist ja auch, dass ich so gut wie keinen Geschmackssinn habe und jetzt hier sitze. Ich hatte auf jeden Fall den Crunch. Das Ding ist warum auch immer magnetisch. Also während hier gerade ein bisschen Weihnachtsdeko kam, hat Heinrich mir gezeigt, was man eigentlich hiermit macht. Ich habe mich schon gewundert, warum die Serviette hier oben liegt. Das Handtuch hier unten, aber scheinbar legt man sich das hier so hin. Jetzt haben wir Kürbis mit Kürbis mit Kürbis mit Kürbis. Mehr habe ich nicht verstanden. Heinrich macht sich schon mal drauf. Da ist noch die Krone. Die muss ab. So, das ist jetzt der erste richtige Gang. Hier sind jetzt quasi, das sind jetzt quasi zwei Döner. Heinrich hat mir erklärt, dass Brioche scheinbar Brot ist. Ja. Weitwinkel tut dem auf jeden Fall Justice, was hier passiert. Heinrich hat sich übrigens für die Fischvariante entschieden, für 10 Euro Aufpreis. Okay.
Also ihr erwartet hier vielleicht auch krasse Geschmacksreviews, aber der Gag ist ja, dass meine Polypen mir das verbieten, Geschmack zu haben. Mhm. Heinrich ist gut. Mhm. Fisch. Die Linsen gehen an sich gut rein, aber Petersilieneis, das klingt schon auf dem Papier wie ein Menschheitsverbrechen. Mal jetzt hier mein Endgegner, ein Pilz. Da werden schön nochmal 10 Euro halbiert. Also sofern ich das einschätzen kann, ist das hier schon ganz gut, aber man müsste das halt mit Käse füllen. Heinrich hat seins richtig weginhaliert. Das ist jetzt das Kernstück des Ganzen, glaube ich. Diese Bohnen kosten das Kilo 13 Euro. Lohnt sich. Heinrich direkt wieder wie ein Barbar hier sich am drüber hermachen. Du musst es doch mal kurz wirken lassen. Ja, das war schon ganz solide, hatte auch eine ganz gute Würze. Ja. Wenn ich diese Riesenportion sehe, denke ich mir immer mehr, die Armut von den Zuschauern, die widert mich einfach an. Also das war regelrecht widerlich. Das war übelst bitter. Der Chef erzählt uns ja immer irgendwas und jetzt hat er gerade gefragt, ob wir vorbereitet sind aufs Dessert. Jetzt habe ich richtig Angst. Abgesehen davon, dass Heinrichs Platz übelst versifft ist, der hat einfach sein Kaugummi hier reingelegt. Hat. Der sogenannte Bert. Gerhard. Ein Schlürfer, 5 Euro weg. Was ist das denn? Und 1 Euro. Ja, das war doch ganz exquisit, ne? Also wirklich. Ja, also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber von dem 150-Euro-Gutschein kriegen wir leider den Rest nicht ausgezahlt. Das ist sehr schade. Heinrich, was ist vielleicht mal dein Kaugummi entfernen? Die haben halt echt für das Wasser 5 Euro berechnet, Alter, was? Ja gut, in diesem Sinne, danke Kalle. Alter, unser Auto wurde geklaut, es ist weg! Es ist weg! Es ist weg! Okay, alles gut. Wir haben ein Ersatzauto gefunden. Let's go! Yeah. This is the night.